Für die Landesregierung bitte ich Herrn Klose ans Rednerpult. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es stehen schwere Vorwürfe im Raum. Vorwürfe gegenüber Funktionärinnen und Funktionären der Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden, der Arbeiterwohlfahrt sowie der AWO Hessen Süd. Wenn dort tatsächlich über Jahre ein Geflecht aus unangemessen hohen Gehältern, überhöhten Rechnungsstellungen, teuren Dienstwagen und Grundstücksdeals geschaffen wurde, dann ist das infam, es ist absolut inakzeptabel und es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch strafrechtlich relevant. Und es wird dann auch entsprechend geahndet werden. Es ist aber schon jetzt bitter für die Soziallandschaft in Hessen und besonders bitter für alle anständigen AWO-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jeden Tag etwa in den 98 Kindertagesstätten oder zahlreichen Alten- und Pflegeheimen der AWO in Hessen wertvolle Arbeit leisten. Und es ist bitter für die vielen Ehrenamtlichen, die sich in der Arbeiterwohlfahrt engagieren. Und damit ist dieses Handeln dann letztlich auch niederträchtig gegenüber den Menschen, die sich oder ihre Angehörigen diesen Einrichtungen anvertrauen. Und besonders deshalb sind rückhaltlose Aufklärung, öffentliche Transparenz, konsequente Strafverfolgung unverzichtbar. Und genau so in dieser Reihenfolge funktioniert dann auch unser Rechtsstaat. Zur Wahrheit gehört aber auch, die Verbände der freien Wohlfahrtspflege, deren Teil die AWO ist, übernehmen soziale Aufgaben des Staates, da wo es angemessen ist, weil wir uns in Deutschland auch in diesem Bereich dem Subsidiaritätsprinzip verpflichtet haben. Denn so erwachsen Wettbewerb und Vielfalt auch dort, und zwar ohne ruinöse Konkurrenz. Mit diesem Prinzip fahren wir in dieser Republik seit Jahren sehr gut und erfolgreich. Und auch deshalb ist es so wichtig, auch ganz eng bei den Fakten zu bleiben. Und dazu will ich jetzt beitragen. Das Land Hessen fördert im Geschäftsbereich meines Ministeriums einzelne Projekte der Arbeiterwohlfahrt, beispielsweise die Hessische Fachstelle für Wohnberatung, die zu altersgerechtem und barrierefreiem Wohnen berät, mit freiwilligen Leistungen. Insbesondere aber fließen Gelder aufgrund gesetzlicher Leistungen, beispielsweise für die Betriebskostenförderung der schon genannten Kindertagesstätten nach dem Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetz. Ich will mal kurz erläutern, wie das funktioniert, damit uns klar wird, welche Konsequenz der vorliegende Antrag hätte. Damit ein Träger einer gesetzlichen Leistung erhält, muss der Antragsteller Voraussetzungen erfüllen. Die haben wir gesetzlich definiert. Und dann beschränken sich die Prüfungsrechte der bewilligenden Behörde darauf, ob die gesetzlich definierten Voraussetzungen für die Gewährung der Leistung vorliegen. Im Bereich der Betriebsförderung der Kitas heißt es beispielsweise, es kann nachgeprüft werden, ob die angegebene Zahl der betreuten Kinder korrekt ist. Im Bereich der freiwilligen Leistung gibt es ja ein Projektzweck oder ein Projektziel, das in der Zukunft liegt, was erreicht werden soll. Deshalb ist die Bewilligung solcher Mittel immer mit einer ganzen Vielzahl von Auflagen und Nebenbestimmungen verbunden, die der Empfänger beachten muss und die sich überwiegend aus der Landeshaushaltsordnung ergeben. Da gibt es dann ein Prüfrecht darauf, ob der Zuwendungszweck erreicht wurde und ob die im Projekt eingesetzten Mittel nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verwendet wurden. Eine Prüfung der Gesamtausgaben eines Trägers durch das Land, wie der Antrag sie verlangt, wäre bei den Freiwilligenleistungen nur möglich, wenn dieser Träger auch institutionell gefördert würde. Das wird die AWO aber nach meinen Kenntnissen durch das Land eben nicht. Und für die erhobene Forderung, alle Fördergelder an sämtliche AWO-Verbände und Gesellschaften in Hessen umgehend einzustellen, gäbe es also überhaupt keine Rechtsgrundlage. Sie wäre aber auch fachlich vollkommen unangemessen. Denn was wäre denn die Folge? Eine solche Einstellung der Landesförderung träfe diejenigen abrupt und schwer, die ganz sicher nicht für die Vorgänge verantwortlich sind. Ich will das kurz am Beispiel der Kinderbetreuung erläutern. Die Kinderbetreuung ist originäre Zuständigkeit der Kommunen.
Das Land unterstützt die Kommunen bei dieser wichtigen Aufgabe, beispielsweise durch die bereits angesprochene Landesförderung zu den Betriebskosten. Diese Landesförderung wird den Trägern von Kitas gewährt. Sie fließt also sowohl an kommunale als auch an freie Träger, wie beispielsweise die AWO. In Hessen existieren nach Kinder- und Jugendhilfestatistik etwa 4.300 Kindertageseinrichtungen. Davon sind rund 60% in freier Trägerschaft. Die Zahlungen an einen freien Träger in ganz Hessen einzustellen, träfe also vor allem die Städte und Gemeinden, die sich für die Gewährleistung ihrer Kinderbetreuung auch der AWO bedienen. Denn diese Kommunen müssten sofort einspringen, um die notwendigen Angebote aufrechtzuerhalten. Und sie träfen, indem sie extreme Verunsicherung schüren, die Beschäftigten der Kitas, deren Gehälter den Hauptanteil der Betriebskosten darstellt, zu denen die Landesförderung beiträgt. Und natürlich die Eltern der Kinder, die in diesen Kitas betreut werden. Und das sind alles ganz sicher nicht diejenigen Personen, die dieses Problem verursacht haben. Und das macht doch klar, dieses Beispiel macht doch ganz klar, wie verantwortungslos ein solches Vorgehen wäre. Diejenigen, und das muss völlig klar sein, diejenigen, die für die im Raum stehenden Vorgänge verantwortlich sind, müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist Sache der Strafverfolgungsbehörden. Und es ist, sofern öffentliche Mittel veruntreut worden sind, Aufgabe der jeweiligen kommunalen Überwachungsbehörden. Das Frankfurter Revisionsamt hat ja entsprechend eigenes Personal abgestellt, und die Verantwortungsstrukturen in diesem Feld sind völlig klar. Meine Damen und Herren, die aktive Partnerschaft mit den Sozial- und Wohlfahrtsverbänden ist ein selbstverständlicher und gewachsener Teil deutscher und hessischer Sozialpolitik. Die Wohlfahrtsverbände mobilisieren unzählige Ehrenamtliche, die sich auf Herr Minister, lassen Sie eine Frage vom Herrn Labrou zu. Feldern der Sozialpolitik engagieren und ohne die wir alle vor unlösbaren Aufgaben stünden. So schwer die im Raum stehenden Vorwürfe gegen die genannten Gliederungen der Arbeiterwohlfahrt wiegen, so wenig gibt es Anlass, die freie Wohlfahrtspflege insgesamt infrage zu stellen. Auch das wäre völlig überzogen. Auch in diesen Feldern der Kooperation erweist sich die Stärke unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts. Aber, und das ist für mich wirklich eine zentrale Frage, wenn wir das Thema mal nach vorne diskutieren wollen, die Verbände müssen sich auch der Frage stellen, ob ihre Kontroll- und Rechnungsprüfungsstrukturen, die ja teils eher noch den Strukturen von Vereinen entsprechen, den gewachsenen Aufgaben tatsächlich noch gerecht werden können. Ich finde, auch das ist eine Erkenntnis aus diesen Vorgängen. Genauso selbstverständlich ist, wenn Bund, Länder oder Kommunen Projekte oder Institutionen fördern, dann erwächst daraus nicht nur eine Pflicht zur Dokumentation der Mittelverwendung, sondern die Bürgerinnen und Bürger können völlig zu Recht auch erwarten zu erfahren, was mit diesen öffentlichen Mitteln geschieht. Damit beschäftigen wir uns in Hessen bereits seit Längerem. Und deshalb lasse ich im Moment prüfen, unter welchen Rahmenbedingungen wir eine hessische Transparenzdatenbank für diesen Bereich einrichten können. Die könnte nach meiner festen Überzeugung dazu beitragen, dass mehr öffentliche Transparenz über alle in der sozialen Arbeit tätigen Organisationen geschaffen wird. Wir sprechen darüber auch mit der Liga der freien Wohlfahrtspflege, weil die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, die Arbeit gemeinnütziger Organisationen auch mit Spenden oder Dienstleistungen freiwillig zu unterstützen, doch ganz entscheidend davon abhängt, dass sie der Arbeit der Projekte, Organisationen und der Fachkräfte auch vertrauen können. Transparenz schafft solches Vertrauen. Deshalb schaffen wir die notwendige Transparenz in der freien Wohlfahrtspflege. Das liegt auch in deren eigenem Interesse, und zwar angesichts der Vorgänge bei der Arbeiterwohlfahrt ganz besonders. Vielen Dank. Für die zweite Runde darf ich Herrn Lenders von den Freien Demokraten das Wort geben. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe den Kollegen Pentz, als er davon gesprochen hat, dass die CDU-Fraktion zumindest sich aktiv mit dem Fall bei der AWO beschäftigen will, etwas anders verstanden. Da hatte ich
das Gefühl, dass es doch eine stärkere Aufklärungskraft da ist als das, was uns jetzt der Staatsminister seitens der Landesregierung erklärt hat, dass er eine Transparenzdatenbank einrichten will. Herr Klose, Herr Staatsminister, ich kann mir nur bei aller Liebe nicht vorstellen, wie solch eine Datenbank in dem Fall bei der AWO irgendwas geholfen hätte. Aber da können Sie uns ja dann bestimmt im Laufe der nächsten Monate noch Aufklärung geben. Und, meine Damen und Herren, Herr Bocklet hat uns als Freien Demokraten vorgeworfen, wir wären keine Rechtsstaatspartei mehr, wir würden eine Vorverurteilung vornehmen. Herr Kollege Bocklet, ich kann Ihnen nur einmal eins sagen. Wenn Rücktritte an Rücktritt folgt bei der AWO, hat das nichts mehr mit Vorverurteilungen zu tun, sondern es ist ganz klar, dass hier Menschen Fehlleistungen, Dreck am Stecken haben und dass die auch die Konsequenzen gezogen hat. Mit Vorverurteilungen, da sind wir aber weit von entfernt. Und es sind nicht wenige, die bis hin zum Herrn Staatsminister Klose. Dass es hier auch strafrechtliche Relevanz hat, das ist dann alleine mit dem Rücktritt nichts mehr getan. Und, meine Damen und Herren, wenn wir so tief drinstecken, dann ist es nicht mehr als recht, dass man Fragen aufwirft, wenn ein Kollege hier aus dem Hessischen Landtag im unmittelbaren Umfeld dort tätig war, dort sich Fragen aufwerfen. Und, Herr Kollege Frömmrich, das hat nichts mit Dreckwerfen zu tun. Wenn der Kollege Pürsün Fragen aufgeworfen hat, die einen Kollegen hier aus dem Landtag unmittelbar betreffen, dann wäre er gut beraten, klug beraten, diese Fragen möglichst weit zu beantworten und Zweifel auszuräumen. Eine Ehrlichkeit bei den Bürgerinnen und Bürgern werden wir nicht hinbekommen, solange Mitglieder dieses Parlaments selber in diesem Sumpf der AWO verstrickt sind, meine Damen und Herren. Herr Pentz hat es doch eben richtig gesagt. Es sind Leute bei der AWO geparkt worden. Es sind Menschen versorgt worden. Und genau die Fragen, Herr Kollege, müssen Sie sich dann auch gefallen lassen. Tun Sie sich selber einen Gefallen und beantworten Sie die Fragen. Und Frau Hinz, ich habe ja die Reaktionen bei den GRÜNEN darüber bemerkt. Ich kann Ihnen, es ist freundschaftlicher Rat, ich schätze den Kollegen, klären Sie es selber auf. Aber wer so dünnhäutig an der Stelle ist, etwas aufzuklären, wie hier die grüne Fraktion. Frau Hinz, ich weiß nicht, ob Sie damals im Hessischen Landtag angehört haben. Aber wir als Liberale können uns noch gut daran erinnern, bei der Schwarzgeldaffäre der CDU, wie die GRÜNEN hier über Kollegen der CDU hergefallen sind. Und die Spitze des Eisberges war wirklich Herr Al-Wazir, als eine Aktentasche der damaligen Staatsministerin Ruth Wagner übergeben worden ist, dass es hier hieß, aha, jetzt kriegt Frau Wagner auch noch Schwarzgeld rübergebracht hier im Landtag. Das war der Tiefpunkt einer grünen Diskussion. Und ich will Sie auch aus meiner Erinnerung, meiner Parlamentszeit erinnern, an die Frage Alexander Noll oder Leif Blum. Wie sind die GRÜNEN hier moralisch über diese beiden Kollegen hergefallen? Ich kann Ihnen sagen, so wie Sie mit diesen beiden Kollegen umgegangen sind, das hat nachhaltig Ihre berufliche Karriere gefährdet. An Ihrer Stelle als GRÜNE wäre ich da nicht so dünnhäutig. Für die AfD darf ich dem Fraktionsvorsitzenden Herrn Lamprou das Wort erteilen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kollegen, sehr geehrte Zuschauer! Ich möchte auf drei Punkte aufmerksam machen in dieser Debatte. Das eine ist, es ist die AfD, die heute diesen Antrag zur AWO gestellt hat. Ich habe keine anderen gesehen, auch nicht während dieser Debatte. Und es gab auch keinen anderen Antrag im Dezemberplenum. Ich stelle mir die Frage, was eigentlich passiert wäre, wenn die AfD ihren Setzpunkt nicht für das Thema AWO verwendet hätte. Hätte der Hessische Landtag dann überhaupt nicht über diese unglaublichen Vorfälle bei der AWO geredet?
Also, wenn Sie den AfD-Antrag kritisieren, das können Sie ja gerne tun, meine Damen und Herren, dann sollten Sie sich aber einmal die Frage stellen, warum Sie sowohl im Dezemberplenum als auch hier im Januarplenum nicht selber die Gelegenheit genutzt haben, dieses Thema AWO, was viele Bürger hier im Lande drängend interessiert, gerade auch Menschen, die in sozialen Berufen arbeiten, mit kleinen Einkommen, warum das keine der anderen fünf Fraktionen thematisiert hat, nur die AfD. Wo ist denn der FDP-Antrag vom Dezember oder jetzt vom Januar? Ich finde es klasse, was Sie in Frankfurt auch mit an Aufklärungsarbeit geleistet haben. Ich hätte mir aber hier von der FDP-Fraktion im Landtag auch mehr parlamentarische Initiative erwartet. Das Zweite, na, Sie sind doch immer so schnell mit dringlichen Anträgen zu ganz vielen Themen, die überhaupt nicht dringlich sind. Warum ist denn dann nicht wenigstens heute in der Sitzung etwas Dringliches gekommen? So, jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Ich bin seit 3,5 Jahren auch im Kommunalen Parlament in Wiesbaden, und zwar als Vorsitzender des Revisionsausschusses mit Filz und Korruption im Ausschuss konfrontiert. Wir hatten hier z.B. aufreizende Vorgänge. Da war ein SPD-Oberbürgermeister tief verstrickt. Das hat auch dazu geführt, dass er, warum auch immer, gar nicht mehr angetreten ist zur Wiederwahl. Der Lebenspartner von Oberbürgermeister Gehrig war übrigens auch in der Vergangenheit bei der AWO beschäftigt. Ich habe in diesem Ausschuss eines gelernt. Wir müssen nicht nur die Personen an der Spitze, die sich bereichert haben, die sich kriminell an Geldern bedient haben, austauschen, sondern wir müssen vor allen Dingen auch gemeinsam Strukturen schaffen und verändern, die Korruption in Zukunft erschweren oder verhindern. Weil sonst werden wir auf Dauer überhaupt nichts verändert haben, außer dass sich andere Menschen in Zukunft bei der AWO oder bei anderen Organisationen die Taschen voll machen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Für die AfD erteile ich jetzt Herrn Richter das Wort. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Einiges, was hier gesagt wurde, dem möchte ich begegnen. Dieser Antrag hat mitnichten etwas mit Hass und Hetze zu tun. Sie können doch nicht jeglichen Angriff auf uns führen, wenn wir einen Antrag stellen und einfache Kritik und Aufklärungsarbeit leisten. Sie können sich doch nicht hinstellen, wenn ich in meiner Rede deutlich sage, wir wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AWO schützen, sich hier hinstellen und uns das ganze Gegenteil unterstellen, wenn ich gesagt habe, die Mitmenschlichkeit muss weitergehen. Das habe ich am Anfang meines Textes gesagt. Vielleicht hören Sie jetzt besser dort einfach mal zu. Das ist kein Hass und Hetze. Sie von den LINKEN müssen sich einmal daran gewöhnen, dass auch Sie Kritik ertragen müssen. Das scheint für Sie ein Riesenproblem zu sein. Sie teilen aus, aber mit dem Einstecken können Sie, meine Damen und Herren von den LINKEN, überhaupt nicht umgehen. Liebe Frau Böhm, wir wollen keine sozialen Strukturen zerstören. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Nur durch eine Aufklärung werden all die Menschen entlastet, die dort super gute Arbeit stellen und eben nicht von der Bevölkerung in Generalverdacht gestellt. Genau das ist der Kern dieses Antrags. Genau das Gegenteil von dem, was Sie gesagt haben. Und die SPD und die GRÜNEN haben ein ganz einfaches Mittel, aus dieser Nummer rauszukommen. Sie brauchen nur unserem Antrag zuzustimmen und sich von den Parteikollegen zu distanzieren, die in diesem Korruptionssumpf verhaftet sind. Mehr müssen Sie nicht tun, und dann kann der ganze Landtag wirklich aufatmen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Für die CDU-Fraktion hat sich nun Herr Pellino zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist schon bedauerlich, 7,5 Minuten Redezeit bei einem aktuellen Setzpunkt, und die SPD sagt kein Wort zu ihrem Oberbürgermeister Feldmann. Er hat nicht nur die IAA vergeigt, wie wir gestern erfahren mussten, sondern er hat auch hier in diesem AWO-Skandal, wie ich meine, getarnt und getäuscht. Und da würden wir schon erwarten, dass er sich etwas deutlicher, dass Sie sich als etwas deutlicher ärgern. Mehr als schade ist, dass die AfD hier den Versuch unternimmt, die AWO zu diskreditieren.
denn sie befassen sich nicht nur mit denen, denen man unterstellt, und das wird auch so sein, dass sie Geld veruntreut haben, dass sie sich in dicken Autos wohlgefühlt haben und anderes mehr, sondern sie diskreditieren hier auch die vielen ehrenamtlichen AWO-Mitglieder, Helferinnen und Helfer vor Ort. Denn bei aller berechtigten Empörung, es kann keinen Generalverdacht geben gegen die über 1.000 Angestellten der AWO, die auch hier in unserer Region arbeiten, gegenüber den 10.000 Ehrenamtlichen, die in der AWO ihre wertvolle Arbeit machen, und den über 200.000 Mitgliedern der AWO, die eben durch ihre Beiträge, die sie jedes Jahr leisten, dazu helfen, dass eben diese wertvolle Arbeit gemacht werden kann, wie sie eben auch in anderen Organisationen gemacht wird. Insofern, das geht nicht, und den Generalverdacht haben Sie meines Erachtens ausgesprochen. Ich stelle aber genauso klar fest, dass die Personen, die hier aufgrund ihrer Gier jedes Maß verloren haben, nicht nur der AWO schaden, sondern auch dem Ehrenamt allgemein und all denjenigen, die sich eben auf diesem Gebiet engagieren. Und darüber hinaus verunsichern sie nicht nur die Mitglieder und die ehrenamtlich Engagierten, sondern sie verunsichern auch die viele Pflege- und Hilfsbedürftige. Deshalb wird es höchste Zeit, dass hier in und für die AWO, aber auch für alle anderen aufgeklärt wird und dass die, die sich eben daneben benommen haben, die bewusst das Recht gebrochen haben, bestraft werden. Denn um was geht es denn? Es geht nicht nur in Anführungszeichen, um überzogene Gehälter oder Luxuskarossen. Es geht um Beraterverträge, die mit oder ohne Leistung abgeschlossen wurden. Es geht um den Verdacht der Untreue und der Veruntreuung und den Verdacht des Betruges. Dafür kann es keinen Rabatt geben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wenn eine Stadt und damit auch der Staat über Jahre geschädigt wurde, dann bedarf das nicht nur einer Aufklärung, sondern wie gesagt auch einer Bestrafung. Dazu gehört aber auch, dass aufgeklärt werden muss, ob es eine Order aus dem Frankfurter Rathaus gab. Das interessiert uns schon, ob man angewiesen hat, Ruhe zu halten bezüglich eines Beschäftigungsverhältnisses der Frau des Oberbürgermeisters. Und es gehört auch dazu, klarzustellen, wie es sich mit der Stelle, die der Oberbürgermeister hatte, bevor er Oberbürgermeister wurde, verhält. Ist er dort geparkt worden, damit er seine Hausbesuche machen kann und dabei auch noch Geld verdient? Oder hat er tatsächlich eine Leistung erbracht? Das sind Dinge, die in der Tat geklärt werden müssen. Und der Generalsekretär hat meines Erachtens recht. Das sind wahrscheinlich ehrenwerte Menschen, die sich jetzt in der AWO befleißigt fühlen, beauftragt werden, aufzuklären. Aber fragen Sie sich doch einmal selber, ob es nicht mehr für die Seriosität und die Ernsthaftigkeit gestanden hätte, wenn da eben auch einmal Leute berufen worden wären, die nicht das SPD-Parteibuch hätten. Das hätte Ihnen meines Erachtens sehr gut zu Gesicht gestanden. Insofern bin ich mir nicht sicher, wie erfolgreich diese Aufklärung sein wird. Aber ich bin mir sicher, dass unsere Ermittlungsbehörden bis hin zu unseren Gerichten das nicht nur entsprechend untersuchen werden, sondern dass sie auch dann Recht und Ordnung sicherstellen werden. Denn wer sich hier daneben benommen hat, wer Gelder veruntreut hat, wer auf dem Rücken der ehrenamtlich Tätigen und der Hilfs- und Pflegebedürftigen Geld veruntreut hat, der muss bestraft werden. Da gibt es keinen Rabatt. Danke, Herr Bellino. Für die SPD-Fraktion hat sich nochmals Herr Grumbach zu Wort gemeldet. An dem Tag, an dem die Spenden in große politische Parteien von anderen als von Ihnen untersucht werden, von anderen Parteien, können wir über andere Dinge auch reden. Ganz freundlicher Hinweis, Herr Bellino. Ich disqualifiziere niemand wegen seinem Parteibuch, und Sie sollten es einfach auch lassen. So, zweiter Punkt. Herr
Augenblick, Herr Grumbach. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Grumbach hat das Wort. Ja, versuche ich es noch einmal. Herr Grumbach hat das Wort. Bitte lauschen Sie ihm. Nein. Nein, im Kern ist es schon in der Tat so, dass Sie plötzlich anfangen, zwei Kategorien von Menschen zu haben. Es gibt anständige Menschen, Sozialdemokraten. Und den Punkt werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Es gibt in allen Parteien alles. Und das ist ein Punkt. Ich sage Ihnen das auch deswegen so deutlich, weil ich ein bisschen älter bin und mich ein bisschen länger mit der Geschichte meiner Partei beschäftigt hat. Wer dieses Spiel anfängt, der gerät auf einen Pfad, auf den wir besser nicht geraten sollten. Klar, deutlich und einfach. Zweiter Punkt. Antrag der AfD, und das macht es doch deutlich. Sie haben hier haufenweise Organisationen aufgezählt, die kein Geld verdienen, die keine wirtschaftliche Betätigung machen, die anderen Menschen helfen. So, Ihnen geht es um eine grundlegende Diskreditierung. Nein, und geht es um eine grundlegende Diskreditierung. Bei Aufklärung sind wir bei Ihnen. Und ich sage an der Stelle relativ deutlich, Sie haben ein Grundproblem mit Menschen, die eine grundlegend andere politische Meinung haben. Wer das Leben der Arbeiterwohlfahrt in den vielen Gemeinden, die hier beschrieben sind, den Ortsvereinen anschaut, der weiß übrigens, dass dort nicht nur Sozialdemokraten sitzen. Der weiß auch, dass dort im Wesentlichen Menschen sitzen, die getrieben sind davon, dass in der Gesellschaft gerechter zugeht. Und wenn Sie anfangen, diese Menschen in Verdacht zu stellen, die viel zorniger sind, die viel zorniger als Sie, weil sie betroffen sind, Sie haben den Scheiß doch sozusagen mit Ihren Beiträgen, den Anfängen mitfinanziert und können sie nicht aufhalten. Das ist blanke Heuchelei, und da geht es Ihnen nur darum, eine Organisation, die einem gesellschaftlichen Spektrum ankommt, zu diskreditieren. Und das ist offensichtlich. Nein, Sie klären nichts auf. Sie haben noch keine Sekunde, also mit Verlaub, Sie haben doch Parteispenden kassiert ohne Ende. Zahlen Sie zurück und machen keine Debatte. Vergessen Sie das doch einfach. Ich bin mit jedem Kollegen CDU, FDP, Grüne, Linkspartei klar, der sagt, wir sortieren hier die Welt. Ich bin mit keinem Menschen hier, komme ich überein, der in dieser Weise Menschen in Generalverdacht stellt, die mit nichts was zu tun haben. Gucken Sie sich diese Liste an. Das sind Hunderte, Tausende von Leuten, die ihre Freizeit, ihr Ehrenamt opfern. Ich habe diese Liste nicht erstellt. Ich habe diese Liste nicht erstellt, und deswegen wird keiner dieser Liste zustimmen können, weil wir leben davon, dass Menschen sich ehrenamtlich engagieren und dass sie nicht diskreditiert werden von Menschen, die diese Art von Organisation lieber kaputt sehen würden. Herzlichen Dank. Danke, Herr Grumbach. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Herr Bocklet gerade zurückgezogen. Damit sind wir dann am Ende der Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt angelangt. Mir ist zugetragen worden, dass wir den Antrag jetzt abstimmen. Dann rufe ich also den Antrag mit der Drucksache 2099 aus 20 zur Abstimmung auf. Wer ihm die Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der AfD. Wer ist dagegen? Das sind alle anderen Fraktionen im Haus. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Meine Damen und Herren, eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag von der Fraktion der AfD. War das nicht FDP? IAA-Weggang führt zu hohem Schaden für die hessische Wirtschaft und die Messegesellschaft sowie zu einem Ansehensverlust Hessens. Drucksache 2150 aus 20. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 41 und kann, wenn niemand widerspricht, mit Top 40 zu diesem Thema aufgerufen werden. Dann machen wir das so. Und ich rufe jetzt als erstes mal den Top 36 auf, bevor ich das eventuell korrigiere, was ich gerade gesagt habe. Dieser Antrag wird dann am Ende der Setzpunkte aufgerufen vor den Wahlgängen.